Willkommen zu einem neuen Bewegtfilm hier auf deinem Röhrenkanal zum Thema Fotografieren wie der Lanzer damals. Mein Name ist Hans Holt und im letzten Video habe ich euch dargestellt, was es für Kameras gibt, wie in etwa diese auch funktionieren. Doch jetzt stellt sich unweigerlich die Frage, wie macht man damit eigentlich Fotos? Also Fotos, die tatsächlich gut aussehen. Und das klären wir in diesem Video. Um den Einstieg euch zu erleichtern, will ich hier so ein bisschen eine kleine Anleitung machen, worauf es beim Fotografieren ankommt, jedenfalls im technischen Sinne. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, damals hatten die Kameras keine Elektronik, das heißt, alles muss manuell gemacht werden. Und wenn man etwas manuell macht, bietet das natürlich Platz für viele Fehler. Das Wichtigste bei so einer Kamera ist es, einen Film einzulegen. Wir haben hier einen ganz normalen Kleinbildfilm. Und das Tolle ist, wie ihr vielleicht schon im ersten Video gesehen habt, Kodak hat diesen Kleinbildfilm damals, in den 1930er Jahren, stark beworben mit eben solchen Kameras, wo andere Hersteller nachgezogen sind. Und diese Art von Film gibt es bis heute normal zu kaufen, erlebt jetzt so langsam wieder eine kleine Renaissance. Ich sag mal, der größte Vorteil beim Film ist, man muss den Weißabgleich nicht einstellen. Ansonsten, naja, es bietet so ein bisschen Charme. Aber genug geredet. Film einlegen ist tatsächlich so, wie die Älteren von euch es vielleicht schon immer wussten und die Jüngeren jetzt demnächst wissen. Man nimmt einfach die Spule, man muss darauf achten, wie die eingesetzt wird. Da gibt es eigentlich nur immer eine Richtung. Man kann die hier so reintun. Man zieht den Film einfach rüber und das ist bei jeder Kamera irgendwie immer gleich. Man setzt den ein, man spult ihn drauf, dass er irgendwie eingreift, macht die Klappe zu und spult. Damit könnte es schon gewesen sein. Jetzt wäre es einfacher, dass man Verschluss spannt und ein Bild macht. So. Wenn es so einfach wäre, wäre es ja wirklich schön, aber nein, für ein technisch gutes Bild kommt es auf zwei Dinge an. Einmal der richtige Fokuspunkt, das heißt, das Bild darf nicht unscharf sein, sondern muss entsprechend dort, wo scharf sein soll, scharf sein. Und einmal die richtige Belichtung, das heißt, das Bild darf nicht zu hell oder zu dunkel sein. So, für die richtige Belichtung gibt es drei Stellschrauben, die wir haben können. Einerseits die Filmempfindlichkeit, denn die Verschlusszeit und einmal die Blende. Fangen wir an mit den Filmen und der Empfindlichkeit. Grob gesagt, es gibt Filme in unterschiedlichen Empfindlichkeiten. Das hier zum Beispiel ist ein ISO 400 Film, dann gibt es auch ein ISO 200 Film und wir haben auch, hier haben wir es gleich stehen, ein ISO 100 Film. Früher wurde das alles in DIN-Grade angegeben, heute stehen die DIN-Grade immer noch drauf auf den Film. Hier haben wir jetzt einen ISO 125 Film, das sind 22 DIN-Grade. Diese Bezeichnung, je höher die Bezeichnung ist, desto lichtempfindlicher ist der Film, das heißt, er reagiert schneller auf Licht. Das heißt, man kann die Blende zum Beispiel geöffneter lassen, damit, oder geschlossener lassen, Entschuldigung, oder die Belichtungszeit kürzer wählen, weil einfach der Film empfindlicher ist. Es gibt ja auch unempfindliche Augen und es gibt empfindliche Augen. So ähnlich ist das vielleicht mit dem Film. Dann haben wir einmal die Belichtungszeit. Und wie ihr seht oder schon gesehen habt, bei der Belichtungszeit, die ist ja angegeben mit, sag ich mal, so 1 bis 500. Dabei sind das alles Bruchteile. Das heißt, wenn da auf der Kamera 500 steht beim Belichtungswahlrad, dann steht das für eine 500stel Sekunde. Oder bei 250 wäre dann eine 250stel Sekunde. Und so weiter. Das heißt, eine hohe Zahl ist eine relativ kurze Belichtungszeit. Eine kurze Belichtungszeit lässt relativ wenig Licht auf dem Film. Je schneller die Belichtungszeit ist, desto dunkler wird das Bild. Und die dritte Stellschraube
ist die Blende. Auch hier zum Beispiel dieses Tessa-Objektiv, Xena, nicht Tessa, Entschuldigung, hat jetzt eine Blendenöffnung von 2,8 bis 16. Und auch hier sind es wieder Bruchteile. Bruchteile des Durchmessers äquivalent zur Blende. Das heißt, das ist hat eine Brennweite von 5 cm, also 50 mm. Das heißt, bei Blende 2,8 ist quasi der 1 durch 2,8 mal 50 mm. Das entspricht dem Durchmesser der geöffneten Blende. Das heißt, hätte ich jetzt hier eine Blende von 10, wäre, das kann ich ja hier mal einstellen, grob, wäre hier noch ungefähr 5 mm offen von der Blende. Auch hier haben wir feste Schritte und die sind eigentlich bei fast allen Herstellern genormt. Der einzige Hersteller, der so ein bisschen immer seinen Extrasaft gemacht hat, das war Leica. Aber gehen wir jetzt mal von der Norm aus. Die Blendenschritte sind 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 und dann käme die 22. Aber das sind wenige Objektive, die eine Blendenöffnung von 22 noch gewährleisten. Ähnlich sieht es ja auch aus bei den Zeiten. Das heißt, hier haben wir auch meistens genormte Zeiten. Hier haben wir zum Beispiel 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 oder entsprechende Bruchteile der Sekunde. Und das heißt, oder das kann man sich so, man kann sich merken, es ist immer eine Belichtungsstufe Abweichung. Das heißt, ich könnte, wenn ich die Blende um eine Stufe erhöhe, zum Beispiel von 4 auf 2,8, hat es dieselbe Auswirkung, als wenn ich die Belichtungszeit von 250stel auf 100stel zurücknehme. Es ist genau dieselbe Belichtungsstufe. Oder ob ich ein ISO 100 Film nehme oder ein ISO 200 Film. Das ist immer der gleiche Grad der Erhellung oder Abdunklung auf dem Bild. Und das zeige ich euch jetzt auf dem Papier. So, was es mit den verschiedenen Belichtungsstufen auf sich hat und wie das so funktioniert, das werde ich euch jetzt anhand einer Grafik darstellen. Wir haben jetzt hier einmal die Blende und einmal die Belichtungszeit. Wenn wir jetzt einen Wert haben, zum Beispiel eine korrekte Belichtung von 100 auf Blende 4,0, entspreche das dasselbe wie eine Blende von 5,6 auf 60 oder 8 auf 30. So dass, naja, bitte meine Skizze nicht für zeichnungskorrekt halten, dass das alle Möglichkeiten sind, um ein korrekt belichtetes Bild zu haben. 2,8 bei 500stel Sekunden, 3,5 bei 250stel Sekunden, 4,0 bei 100stel Sekunden. Hier können wir uns drauf verschieben. Haben wir jetzt zum Beispiel statt der Blende 4 bei einer Hundertstel Sekunde, Blende 3,5 bei einer Hundertstel Sekunde, wird das Bild zu hell. Haben wir hingegen hier statt, also bei einer Blende 4,0, eine 250stel Sekunde, also eine schnellere Belichtungszeit, eine kürzere Belichtungszeit, dann wird das Bild zu dunkel. Das Einzige, was man jetzt machen könnte, wenn man sich jetzt hier irgendwo an den Grenzen seines Objektives oder bei seiner Kamera befindet, dass man beispielsweise einen empfindlicheren Film nimmt. Wenn das jetzt ein ISO 100 Film ist, könnten wir jetzt hier stattdessen ein ISO 200 Film nehmen. Oder wir können auch ein ISO 50 Film nehmen. So, und wie sich das auswirkt, das zeige ich mal hier. Ich werde mal hier Belichtungszeit auf
eine 30. Sekunde stellen. Blende habe ich komplett offen bei 3,5 oder nee, wir machen mal hier 6,3 bei der Leica. Und dann müssen wir jetzt noch hier ein bisschen die Entfernung einstellen und da machen wir jetzt mal ein Bild. Und wie wir sehen, unterbelichtet. Also das Bild, nicht das Motiv. Und das heißt, naja, haben wir uns wahrscheinlich ein bisschen verschätzt mit der Belichtung. Drehen wir mal komplett auf und werden die Zeiten auf eine 20. Sekunde drücken. Oder eine 8. Sekunde. Mal sehen, ob ich das noch aus der Hand hinkriege. Und überbelichtet. Genau, das heißt, wir müssen irgendwann einen Weg dazwischen finden. 4,5 bei einer 30. Sekunde. Und schon müsste das klappen. Aber das passiert eben entsprechend, wenn man die falschen Einstellungen hat. Wie man das verhindern kann? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schätzt es oder man misst es. Und zum Thema Messen. Gucken wir mal hier, was wir haben. Hier haben wir Belichtungsmesser. Das ist alles eine Baureihe. Es gibt noch andere Belichtungsmesser. Das sind Belichtungsmesser von Gossen, Typ Sixtus. Und das sind Selenmesser. Und die haben eine Selenzelle vorne. Und hier haben wir eine Kombinationsscheibe und hier ist das Messfeld. Der zeigt jetzt nichts an, weil wir uns drin befinden und selbst Kunstlicht schafft es nicht, dasselbe Licht wie die Sonne zu imitieren. Dazu hat aber diese Art von Belichtungsmesser den roten Knopf und der schlägt dann aus. Ja, gehen wir mal ein bisschen Richtung Licht. Ah, wir sind schon hier bei einer halben Sekunde, wenn wir ins Licht halten. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Annähernd bei einer halben Sekunde. Das hier ist die halbe Sekunde hier. Und wir drehen jetzt die halbe Sekunde auf die Empfindlichkeit des Filmes. Hier 21, den 18. Wir haben ja gesagt, zum Beispiel, ich fotografiere jetzt mit ein ISO 100 Film mit 21 Gran. DIN-Gran. Der ist hier oben. Und drehe die 2 drauf. Und jetzt habe ich alle Kombinationen, die ich brauche. Hier die Blende und entsprechend die Belichtungszeit. Das heißt, ich bräuchte jetzt bei den Filmen bei einer halben Sekunde 25, eine Blende von 25. Habe ich aber gar nicht auf meiner Leica. Ich habe auf meiner Leica maximal die Blende 18. Das heißt, ich gehe jetzt, gucke mal, was bei Blende 18 ist. Da steht eine Viertelsekunde. Denke ich mir, Viertelsekunde, das kann ich nicht mehr aus der Hand fotografieren. Wie sieht es denn aus hier mit einer 60. Sekunde? Und da hätte ich dann Blende 4,5. Und damit würde ich hier in diesem Zimmer dann ein gut belichtetes Foto machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel gemessen hätten eine 1/8 Sekunde, gehen wir wieder, drehen wir die 1/8 Sekunde auf die 21 Grad, weil das hier unser Film nun mal vorgibt. Und dann könnte ich jetzt hier bei einer Blende von zum Beispiel 6,3 eine 1/100 Sekunde nehmen. Ich könnte aber auch genauso gut eine 1/60 Sekunde nehmen und Blende 9 nehmen. Mehr ist es nicht. Jetzt habe ich aber einen entscheidenden Fehler gemacht. Dieser Belichtungsmesser ist irgendwann Ende der 30er Jahre verkauft worden. Und das Problem ist, wir sagten ja, wir haben jetzt ein ISO 100 Film, das heißt 21 DIN gerade. Leider hat sich die gesamte Skala 1961 verändert. Und zwar sind die DIN gerade um 1 nach oben gewichen. Das heißt, ein heutiger 21 Grad Film wäre damals ein 18 Grad Film gewesen. Das heißt, ich muss hier den Wert von 18 bei einem alten Belichtungsmesser ablesen, also bei einem 18 Grad Film. Das muss man einfach wissen. Also das heißt,
hat sich alles um 3 verschoben. Das heißt, ein ISO 200er Film ist ja ein 21 Grad Film damals und heute ist das ein 24 Grad Film. Und man sieht an dieser Skala, wir haben ja hier am Belichtungsmesser lediglich eine maximale Empfindlichkeit von 21 Grad, was ein ISO 200 Film entspricht heutzutage. Das heißt, um so zu fotografieren wie der Lanzer damals, sollte man sich dem bewusst sein, dass man entsprechend nicht zu empfindliche Filme nimmt. So, neben dem Messen gibt es auch eine andere Möglichkeit, die Belichtung herauszufinden. Und zwar, das ist rein das Schätzen. Und dazu gibt es die sogenannte sonnige 16-Regel. Und nach dieser Regel ist eins wichtig, man nimmt die ISO des Filmes und stellt die ISO ein, so dass die Belichtungszeit die Filmempfindlichkeit entspricht. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein ISO 100 Film. Das heißt, wir nehmen die Belichtungszeit 100. Und jetzt ist es bei Blende 16 so, dass das ein sonniger, greller Tag entspricht. Also ihr seht es vielleicht am Bild. Es ist halt ein greller Tag, der einen schon fast in den Augen brennt, so hell ist es. Also ein Sommer ohne Wolken zur Mittagszeit. Blende 11 ist zum Beispiel ein wolkenfreier Tag im Frühling, im Herbst, das heißt, wo die Sonne noch nicht ganz die Kraft hat, oder zum Beispiel ein sonniger Vormittag, ein sonniger Nachmittag, also entsprechend früher Vormittag, später Nachmittag. Dann haben wir die Blende 8 und vielleicht kennt ihr ja das Sprichwort, wenn die Sonne lacht, nimmt Blende 8. Und Blende 8 ist eigentlich, wie ihr an diesem Bild erkennen könnt, so vielleicht mal ein paar einzelte Wolken. Es ist immer noch hell, es ist immer noch sonnig, aber es sind leichte Wolken da und es ist nicht extremst grell, sondern es ist einfach nur schön hell ausgeleuchtet. Und man kann, sag ich mal, noch in die Schatten reingucken, ohne dass es so eine starken, dunklen Schatten sind, sondern so leichte Schatten. Jetzt haben wir Blende 5,6 und Blende 5,6, das ist dann hier bewölkter Himmel, so wie ihr das im Bild seht. Vielleicht noch ein Wald, der sehr lichtdurchflutet ist. Und Blende 4, jetzt hier auf der Kodak wäre es Blende 4,5, das wäre jetzt zum Beispiel äquivalent im richtigen Schatten oder im Wald, wie ihr hier das auf dem Bild seht, entsprechend ein Foto zu machen. Wenn ihr in den Grenzbereich rankommt, dann könnt ihr natürlich auch wieder verschieben, zum Beispiel statt Blende 8 auf 100 könnte man auch Blende 11 bei einer 50. Sekunde nehmen beispielsweise und so weiter. Das kann man dann natürlich kombinieren mit dem Wissen im Hintergrund. Aber die Grundeinstellung ist quasi die Belichtungszeit entsprechend der ISO einstellen und dann eben Blende 16, greller, sonniger Tag, Blende 11, bisschen weniger Licht, Blende 8, Wolken, leichte Wolken und bedeckt bei 5,6 und so weiter. Also wir haben ja gesagt hier, oh, freier Himmel, leicht bewölkt, schattig, Wald und so weiter. Was machen wir jetzt hier drinne? Ihr habt ja schon beim Belichtungsmesser gesehen, man muss extra einen Knopf drücken, damit man nur irgendwie eine Belichtung im Raum messen kann, weil einfach in Räumen, auch wenn es uns vielleicht nicht vorkommt, es extrem dunkler ist als draußen. Und ich blende einfach mal jetzt ein paar Bilder ein, die ich im Innenräumen gemacht habe. Und wie ihr anhand dieser Bilder seht, die sind alle irgendwie nichts geworden. Das hat den Hintergrund, ich verwende natürlich einen nicht so, aus heutiger Sicht nicht so empfindlichen Film, was damals aber schon durchaus ein sehr empfindlicher Film gewesen ist. Und man kommt einfach an die Grenzen. Jetzt bei diesem Bild muss man sagen, durch den Lichteinfall im Fenster geht das noch ganz gut. Ich rate bei Innenraumaufnahmen, es nicht zu versuchen oder Licht komplett anzumachen, eventuell sogar ausleuchten mit einer Taschenlampe. Ihr dreht die Kamera auf eine Belichtungszeit, die ihr gerade so noch aus der Hand auslösen könnt, ohne zu verwackeln. Und ihr macht die Blende komplett offen und dann versucht da den Nahbereich, ist ja meistens im Nahbereich fotografieren, so gut wie es möglich ist auszumessen oder gut zu schätzen. Oder wenn ihr eine Leica habt oder eine andere oder eine Spiegelreflexkamera, entsprechend die Schärfe ordentlich einzustellen. Und dann geht das auch mit einer
alten Kamera und einen recht unempfindlichen Film ein relativ gutes Bild im Innenbereich zu machen. Innenraumaufnahmen sind eine Hürde. Eine andere Hürde ist jetzt zum Beispiel Gegenlicht. Wir blenden mal wieder ein paar Bilder ein. Wir sehen hier auf den Bildern einmal kompletten Gegenlicht. Das heißt, das Hauptmotiv ist zu dunkel, der Himmel ist aber auch zu hell. Und da ist es schwierig, sowas zu fotografieren, wie ihr nämlich auf diesem Bild seht. Ist es nämlich so, bei Gegenlicht, dass es schnell mal das Hauptmotiv auch überblendet, wenn man eigentlich die richtige Belichtungsstufe macht. Einfach, weil diese ganzen Linsen sind unvergütet oder maximal noch einfach vergütet. Das heißt, das Glas spiegelt in sich. Und das bedeutet, wenn wir jetzt hier irgendwo einen seitlichen Lichteinfall oder einen frontalen Sichteinfall haben auf die Kameralinse, streut dieses Fehllicht und überblendet eigentlich das richtig belichtete Motiv. Und das sehen wir jetzt hier auch zum Beispiel bei einer Schneeaufnahme, dass es einfach dann überbelichtet wird. Was auch noch schwierig ist, ist eben hier in solchen Waldsituationen die Kombination Licht und Schatten. Dort die richtige Stufe zu finden, wo die Lichter noch nicht ausgebrannt sind, das heißt die überstrahlen und man erkennt keine Details mehr, wo die Schatten aber auch noch nicht zu dunkel sind, wo man dann auch wieder keine Details erkennt. Und das ist dann so ein bisschen erfahrungswert und es bietet sich an, wenn man da ein gutes Motiv hat, das einfach verschieden zu belichten. Mit diesem ganzen Belichtungskram sind wir jetzt eigentlich auch fertig. Ich hatte ja am Anfang gesagt, als es um die Blende geht und um die Zeit, dass es verschiedene Effekte gibt. Und zwar, die Blende ist nicht nur, dass man irgendwie die Belichtung steuern kann, sondern auch die Tiefenunschärfe, beziehungsweise die Tiefenschärfe. Und ihr müsst es in etwa vergleichen wie mit eurem Auge. Also, habe ich zwar schon mal gesagt, jetzt meine ich es aber in einem anderen Aspekt. Überlegt mal, wenn es dämmerig ist, wenn es dunkel ist, ihr Auto fahrt oder draußen unterwegs seid, dann habt ihr ein bisschen mehr Mühe, Sachen schnell scharf zu stellen. Zum Beispiel beim Autofahren, der Wechsel zwischen Tacho und Straße oder das Erkennen von Verkehrsschildern auf eine lange Distanz. Und im Hellen habt ihr deutlich weniger Probleme damit. Wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, probiert es mal aus. Vielleicht die Jüngeren unter euch, denen wird es weniger auffallen. Den Älteren unter euch, denen fällt es ein bisschen mehr auf. Das hat den Hintergrund, wenn die Blende offen ist oder das Auge geweitet ist, muss es mehr korrigieren, damit es den entsprechenden Tiefenpunkt hat. Das heißt, wir haben mit einer offenen Blende eine geringere Tiefenschärfe. Das ist jetzt per se nicht schlecht, sondern das ist ein gewollter Effekt, zum Beispiel bei der Porträtfotografie. Wichtig zum Beispiel bei Porträts ist es, da komme ich aber eigentlich später dazu, ist das Freistellen. Das heißt, man hat einen Kontrast und der Kontrast ist so, dass das das Motiv betont. Und diesen Kontrast kann man einerseits durch unterschiedliche Farben machen, zum Beispiel helle Haut, dunkler Hintergrund. Man kann aber auch, wartet mal, ich nehme mal hier eine andere Kamera, da sieht man nämlich noch deutlicher. So, ich wähle Blende 2,8. So, aufgezogen ist. Und fotografiere mal die Kamera mit Blende 2,8. Und wie ihr seht, Willi ist unscharf, also im Bild, alles andere müsst ihr selbst entscheiden, und die Kamera ist scharf. Will ich jetzt aber alles scharf haben, inklusive der Kamera und Willi, schließe ich mal die Blende auf 11, gleiche das durch die Belichtungszeit aus. So. Und mache jetzt ein Bild. So. Und wie ihr hier seht, ist Willi scharf, erstaunlicherweise, und die Kamera auch und selbst der Hintergrund. Tiefenschärfe ist gewünscht, zum Beispiel bei Landschaftsaufnahmen oder einfach Aufnahmen, wo ich verschiedene Objekte, die nicht auf gleicher Höhe sind, trotzdem scharf haben will. Man könnte jetzt sagen, ja, dann fotografiere ich ja grundsätzlich mit einer geschlossenen Blende. Das Problem, je geschlossener die Blende ist,
desto mehr hat man Farbabweichungen, gerade bei Farbfilm. Das heißt, kann ich euch jetzt gar nicht so genau erklären, aber durch bestimmte Wellen, also Licht verhalten sich ja wie Wellen, und da gibt es dann in bestimmten Farbspektren Verschiebungen. Das heißt, man würde das bei Farbfilm sehen im Detail, dass man einmal die Kante des Objekts hat und dann hat man nochmal so eine rote Extrakante. Einfach weil sich das Rot und das Blau halt mehr auseinander tendieren bei einer geschlossenen Blende. Ist jetzt bei alten Kameras und Schwarz-Weiß-Filmen nicht so offensichtlich. Aber wenn man knacke scharfe Bilder haben will, sollte man eigentlich im Bereich zwischen 5,6 und 8, das sind so Standardwerte bei solchen alten Objektiven, fotografieren, um wirklich die maximale Schärfe rauszuholen aus dem Objektiv. Blende ist das eine, also wie gesagt, Blende offen, Motiv ist scharf, der Hintergrund ist matschig, Blende zu, alles ist scharf. Jetzt haben wir noch bei den Zeiten unterschiedliche Effekte, was aber auch logisch ist, nämlich Bewegungsschärfe und Unschärfe. Ich mach mal ein Bild von Willi mit einer 30. Sekunde. Willi, du bist ein ganz schöner Zappelfilm, muss ich sagen. Aber ich versuch's mal einzufangen. So, wie ihr jetzt seht, Willi ist bei einer 30. Sekunde echt unscharf. Also nicht, weil das Bild irgendwie unscharf ist, sondern einfach, weil er sich bewegt. Jetzt mache ich dasselbe Bild mal bei einer 500. Sekunde und mache die Blende auf. Willi, ja, wackel weiter. So, und hier sehen wir Willis verzerrtes Gesicht, aber die Bewegungsunschärfe ist eingefroren. Man sagt grundsätzlich Faustformel, ab einer 500. Sekunde werden Bewegungen eingefroren. Wenn man natürlich eine Kamera hat jetzt hier wie die Exacta, die eine Belichtungszeit sogar von einer 1000. Sekunde hat, ist es umso besser. Jetzt ist es aber auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 30. Sekunde habe oder da drunter gehe, kann es auch gut sein, dass ich, wenn ich den Auslöser betätige, dass ich die Kamera damit einen Impuls gebe. Und da ist es so, dass man sagt, faustformelmäßig, aus der Hand fotografiere ich maximal die Brennweite als Belichtungszeit. Das heißt, hier wir haben ein 50er Objektiv, oder hier machen wir es mal besser, wir haben ja eine Brennweite von 50 mm. Und das heißt, ich sollte mit der Zeit maximal auf 1/50 gehen. Also drunter nicht, jedenfalls nicht, wenn ich aus der Hand fotografiere, weil ich denn, wie ihr in diesem Bild seht, Bewegungsunschärfe habe. In diesem Bild war ein relativ dunkler Wintertag. Ich habe halt gefroren oder es war kalt. Ne? Da ist man motorisch nicht mehr Herr seiner Dinge in der Gänze. Und habe leider das Bild verwackelt. Also wie gesagt, maximal die Brennweite als Belichtungszeit, darunter nicht gehen. Noch etwas, wenn ihr Wasser oder Feuer fotografieren wollt, könnte halt das auch einfrieren, eine Wasserbewegung oder eine Feuerbewegung mit einer 500. Sekunde. Sieht aber meistens auf Bildern nicht natürlich aus. Und ihr kennt das vielleicht vom Kinofilm oder sowas. Das menschliche Auge nimmt ja so ungefähr 24 Bilder die Sekunde wahr. Oder ab da an wird es flüssig. Das heißt, wir müssen, was kommt an 24 Bilder die Sekunde am nächsten? Nämlich eine 30. Sekunde. Also 30 Bilder die Sekunde. Und wenn ihr jetzt mit einer 30. Sekunde irgendwie Wasser fotografiert oder Feuer, wirkt das auf Bildern sehr viel natürlicher. Das war's, wie man technisch gute Bilder macht. Und wie man auch gestalterisch gute Bilder macht, das klären wir im nächsten Bewegtfilm. Bleibt dran!